Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sinniges Arbeiten. Heute geht es um das Thema Softwarequalität. Und das ist so ein bisschen aus der Kategorie Oldie but Goldie. Vor einigen Jahren habe ich für eine Company gearbeitet, die eben ein Softwareprodukt hergestellt haben. Und da sind folgende lustige Dinge passiert. Also das Business, ne? Die Leute, die also für den Kunden irgendwelche Funktionalitäten haben wollten, sind also zu den Softwareleuten gegangen und haben gesagt, hey, warum dauert denn das eigentlich immer so lange, bis ihr irgendwie eine neue Funktionalität liefert? Gute Frage, dachte ich mir. Versuche ich da doch mal reinzugraben und versuche ich doch da mal zu verstehen, was da los ist. Also ging ich zu dem einen Team, was ich da betreut hatte. Also ich habe mehrere Teams dort betreut, aber ich ging halt zu diesem einen Team, wo diese Frage halt immer sehr häufig gestellt wurde. Habe gesagt, sag mal Leute, warum dauert denn das so lange? Ja, das kann ja nur Philipp machen. Wie, das kann nur Philipp machen? Ja, wenn wir da was ändern müssen, dann müssen wir da und da dran was ändern und da kann nur Philipp was machen. Also ja, aber es kann ja wohl nicht sein, dass nur Philipp das kann. Ihr seid doch alle Softwareleute und ihr könnt das doch alle verstehen. Und daraufhin sagten die mir ganz knallhart, nö, verstehen wir nicht. Und da wurde ich dann richtig stutzig. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe also dann mal reingegraben und habe eine statische Code-Analyse gemacht. Und habe dann eben mal geschaut, was denn da so los ist. Und die Präsentation, die ihr jetzt seht, ist einerseits, der erste Teil ist die Erklärung für alle Menschen in dieser Company, um dass sie verstehen, dass die Software halt leider qualitativ ein bisschen schlecht ist und dass die Leute, die die Software erstellen, einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen, um da was Richtiges zu bauen. So, und der zweite Teil ist dann anschließend für die Softwareleute, denn die hatten nämlich auch leider gar keine Ahnung von Test-Driven Development. Also habe ich etwas auch den vorgeführt und davon die Aufzeichnung seht ihr dann direkt am Anschluss zu dieser Präsentation und das gibt dann hoffentlich ein einigermaßen rundes Bild. Also, wie gesagt, es ging um eine Code-Analyse. Und da habe ich halt festgestellt, was eben dieser Code, den wir da hatten, warum der einfach totaler Mist ist leider. Er funktioniert, aber. Und da habe ich also erstmal erzählt, okay, es gibt halt verschiedene Komplexitätszahlen, die man eben einfach ermitteln kann. Da gibt es halt Tools dafür, für verschiedene Programmiersprachen. Damals war das irgendwo PHP. Und da gibt es eben zwei Größen, die mich interessiert haben. Einmal die Cyclomatic Complexity und einmal die nPath Complexity. Und da gibt es halt verschiedene Grenzwerte, die eben so, ja, wie beim Blutdruck eben auch, ne? Wenn ich einen Blutdruck messe und dann kommen so zwei Zahlen raus, dann weiß ich ja immer noch nicht, was das bedeutet, wenn mir nicht jemand mal sagt, naja, also, ne, wenn der untere Blutdruck immer über so und so ist, dann ist schlecht und so. Und genauso ist es bei diesen Zahlen halt auch. Und wie sieht das eben aus? Bei der Cyclomatic Complexity sagt man halt also 1 bis 4. Großartig, so möchte ich das haben. So kann also jeder Mensch, ich würde fast sogar sagen, jemand, der sich Mühe gibt, aber noch nie vorher ein Programm gesehen hat, wird verstehen, was in dieser Einheit, in dieser Funktion, in dieser Prozedur passiert. Ja? Medium ist so 5 bis 7 von der Cyclomatic Complexity. Das heißt, das verstehe ich trotzdem. Also ich kann da reingucken, ich verstehe das alles gut. Ne? Bei 8 bis 10 wird es schon ein bisschen schwieriger, aber wenn ich mich halt mit meiner täglichen Codebasis auskenne, werde ich das schon auf die Reihe kriegen. Und alles eigentlich über 10, also 11 und größer, ist halt indiskutabel. Also das versteht man nur, wenn man ganz viel Zeit reinsteckt. Und ich habe dann immer noch Angst, etwas zu verändern, weil ich echt keinen Plan habe, was das Ding eigentlich tut. Ja? So, was ist die nPath? Also die praktische Aussagekraft von diesem Ding ist halt, so viele Tests müsste ich schreiben, um wirklich jeden möglichen Verlauf durch mein Programm abtesten zu können. Und der Grenzwert für so eine einzelne Funktion oder Prozedur liegt irgendwo so bei 200. Klingt ein bisschen hoch, ist es auch, aber es gibt halt Methoden, so etwas eben abtesten zu können.
So, was habe ich denn dann nun wirklich rausgefunden, indem ich da einfach mal ein Stück Code durchgeschoben habe? Naja, da gibt es also irgendwie so eine Funktion. Ich habe das alles mal unkenntlich gemacht. Die heißt halt irgendwas item.php. Ne? Also diese Code-Einheit. Und da gibt es eine Methode drin, die heißt getValues. So, und diese getValues-Funktion oder Prozedur, Methode, wollte ich sagen, hat tatsächlich eine Cyclomatic Complexity von 452. Und das hat mich echt aus den Socken gehauen, als ich diese Zahl gesehen habe. Das heißt nämlich, kein Mensch kann mit Sicherheit diese Methode jemals verstehen. Also wenn ich das Ding ausdrucke, ist das schon ellenlang. Und dann muss ich mich da durchfieseln und ich kann, naja, also ich hätte auch Angst daran, was zu ändern. Also ich habe meine Entwickler, die ich da hatte, ich habe die wirklich verstanden. Ich habe wirklich nachvollziehen können, warum die einfach gesagt haben, ja, das kann halt nur Philipp, weil nur Philipp halt irgendwie eine Ahnung hatte, was da los ist. Aber eben auch nur eine Ahnung. Ja? Das heißt, es kamen also auch immer wieder irgendwelche komischen Fehler zustande, die kein Mensch verstanden hat und wo dann jemand wirklich eine Woche mit viel Experimentieren und Rumsitzen und Rumprobieren halt herausgefunden hat, was es ist. Und dann wurde halt der nächste kleine Patch da eingebaut in dieser GetValues-Funktion, der genau diesen komischen Sonderfall, den sonst keiner verstanden hat, abfängt. Ganz toll. So, noch lustiger wurde es dann bei der nPath-Complexity. Und das, also, seht selbst. Ist mal eine Zahl, ne? Also das ist doch mal wirklich eine Zahl. So viele verschiedene Wege gibt es, die ich prinzipiell, wenn ich die Funktion allumfassend testen wollen würde, abtesten müsste. Herzlichen Glückwunsch. So, und um das Ganze nochmal in Relation zu setzen, diese Zahl da, 1,8 mal 10 hoch 85, das ist erstaunlich viel. Und wie viel das wirklich ist, wenn man sich mal die Protonen im sichtbaren Universum, also das, was wir halt sehen können, ne, wenn man da mal die Protonen zählt oder schätzt, das haben Astronomen und Physiker getan, dann kommt man auf so eine Zahl, die heißt 1,57 mal 10 hoch 79. Das heißt, es gibt weniger Protonen im sichtbaren Universum, als es testbare Wege in dieser Funktion gibt. Was soll ich denn damit anfangen? Und das war genau das Ding. Was soll ich damit anfangen? Ehrlich? Wegwerfen. Einfach weg damit. Du kannst das nicht mehr verschlimmbessern. Es geht einfach nicht mehr. Wegwerfen und einfach nochmal bitte neu machen, aber richtig. Und aber richtig heißt, dass man sich als Softwareentwickler immer im Hinterkopf halten muss, dass wir alle Autoren sind. Wenn wir ein Stück Code schreiben, dann schreiben wir das nicht und dann ist die Sache geritzt, sondern wir schreiben das Stückchen Code und entweder wir oder jemand anderes wird es mindestens 10-mal lesen. Das heißt, das Verhältnis von einem Stück Code durchschnittlich, ja, zwischen Lesen und Schreiben sind 10 zu 1. Also mit anderen Worten, wir sind keine Softwareentwickler, wir sind Autoren. Und wir müssen darauf achten, dass unsere Leser verstehen, was passiert. Genau. So, und jetzt beginne ich einfach mal die alte Aufzeichnung von damals mit dem Flyby, wo ein Stück bestehender Code test-driven verbessert wird, wobei die alte Funktionalität gesichert erhalten bleibt. Viel Spaß dabei. So, genau. Und wir sind drauf. Also, was ich möchte, ist, ich möchte eine Funktion haben, die prinzipiell erstmal so aussieht. Ja, die heißt dann jetzt eben nicht nur Day of Week to Name, sondern Day of Week to Name L10N für Localization. Und das Ding frisst natürlich so etwas wie einen Tag der Woche, fängt bei 1 an, und eine Sprache, in der es funktionieren soll. Ja, das ist das, was ich haben möchte. So, ich habe hier schon mal den ersten Testcase geschrieben, in dem ich nämlich einfach dieses Ding hier unten runter kopiert habe.
Ja, und eben entsprechend hier eine andere Funktion aufrufe. Was ich jetzt tue, ist ja Red Green Refactor. Ich rufe diesen Test auf und schwuppdiwupp geht schief. Warum? Weil er sagt, er hat diese Funktion nicht. Oh Wunder, wie kann es anders sein? Das heißt, ich nehme mir dieses Ding, kopiere das hier rein, besser gesagt hier runter, und sage einfach mal, okay, bleiben wir mal hier, public static function, so heißt sie, public soll das heißen, public, so, und wir haben gesagt, das Ding frisst einen Tag und das Ding frisst sowas wie eine Language, richtig? Richtig. So, und was teste ich hier eigentlich ab? Ich teste ab, dass der Return-Type irgendwie ein String ist. Okay. Dann returnieren wir doch einfach mal einen String. Einfach mal so. Speichern, ausführen, Test erfolgreich. Cool, nächster Testfall. Jetzt will ich natürlich genauso wie beim ersten, dass ich eben, wenn ich als allererstes, also an dieser Stelle hier, wenn ich da einen String oder was anderes als eine Zahl reinschmeiße, möchte ich natürlich auch, dass das Ding meckert und mir eine Exception zurückschmeißt. Schön, dass ich so einen Testcase schon mal geschrieben habe, nehme ich mir. Ja, ansonsten... Kannst du den Source-Inhalt der ersten Funktion nochmal neu schreiben oder ist die auch? Wie die erste Funktion? Ja. Nö, die ist mir zu speziell, die werde ich wahrscheinlich umschreiben. Die werde ich nicht aufrufen, die werde ich umschreiben. Nehmen wir das natürlich auch noch entsprechend. L10n day not integer. Das heißt, tick tick, copy, tick tick, paste. Soweit so gut. Hallo, Komma, en. Ja. Gucken, ob es fehlschlägt. Jupp, schlägt irgendwie fehl. Beziehungsweise schlägt fehl, weil eben diese Exception nicht zurückkommt. Das ist ja das, was hier steht. Okay, das Schöne ist, diesen Dreck haben wir hier oben. Was denn? Fehler beschreibt nicht, dass die Exception nicht zurückkommt. Oder undefined function. Ja, das ist richtig, aber der Test schlägt fehl. Frag mich nicht, warum dieses... Ja, aber ich sehe nicht, welcher Test, oder? Doch, hier unten steht's. Ja, wahrscheinlich, weil du keine invalid Argument Exception nicht kennst. Höchstwahrscheinlich. Na, so, anyway, das Schöne ist, ich kann hier entspannt per Copy und Paste mir dieses ganze Ding ja mal runterkopieren. Also was du machst ist, du schreibst wirklich relativ unsauberen Scheiß an deinen Testcases entlang. Und wenn du deine Testcases dann hast du auch die Sicherheit zu refactoren. Machen wir gleich. Kommen wir gleich rein. So, das heißt also, das ist mein Testcase als allererstes Mal. Gespeichert, lassen wir laufen. Ah, funktioniert. Cool. Nächste Sache. Ja? PHP-Kommentar mit dem Unexpected Exception, ja? Der nimmt den her dafür, oder? Was denn der? Also wenn eine andere Exception zurückgeschmissen wird, also schmeißen wir einfach normale Exception im Hauptfall, dann müsste der Test jetzt fehlschlagen, oder? Ja, richtig. Das heißt, also hier PHP-Doc. Ja, genau. Also diese Annotation hier wird ausgewertet. Ah, ja. Das ist wichtig. Genau, diese Annotation wird ausgewertet. Das beschreiben wir hier oben drin. Und wenn du dort oben auch noch eine Message angibst, muss die Message auch treffen. Richtig, das haben wir nämlich... dynamisch generiert wird, mit irgendwelchen dynamischen Inhalten. Und da drin steht, du hast mir ein Boolean gegeben, habe aber ein Int erwartet, dann ist das eine dynamische Exception-Message. Ich würde das... Ehrlich? Ist mir doch egal, was reingesteckt wurde. Ich schreibe erstmal nur raus, was ich erwartet habe. So würde ich vorgehen. Ich habe die Frage, ja? Nee, frisst er glaube ich nicht. Aber müsste man nachgucken in der Dokumentation, die ist verdammt, verdammt groß, da steht verdammt viel drin, müssen wir uns dran entlang arbeiten. Okay, was will ich noch? Machen wir weiter im Sinne von, okay, ich möchte natürlich auch abprüfen, verdammte Hacke, hier oben, hier Wochentage von 1 bis
von 1 bis 7 natürlich nur eingeben und alles andere sollte eben entsprechend auch was rausschmeißen. Auch hier haben wir uns ja da schon mal Gedanken gemacht. Deswegen können wir das einfach mal kurz entspannt übernehmen. Warte mal. Old API, Ausrufezeichen. Also an den Dingern dürfen wir da unten nichts ändern. Weil wir haben ja das hier schon mal veröffentlicht irgendwo und es könnte ja sein, dass irgendjemand hier diese Funktion schon da draußen benutzt. Deswegen die Tests, die wir dafür geschrieben haben und diese Funktion, die müssen immer laufen, no matter what. Richtig? Richtig. Okay, also, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wenn das Ding also kleiner als L10N Day, wenn das Ding kleiner als 0 ist, dann soll bitte schön also kleiner als 1 ist, dann soll bitte schön irgendwas zurückgeschmissen werden. Gucken wir mal, ob es schief läuft. Jo, läuft schief. Sehr gut. Das heißt, da wir das auch schon mal hier programmiert haben, können wir das mal entspannt wegnehmen. Hier einfügen. So, speichern. Test läuft durch. Alles gut. Jetzt das gleiche mit dem ist größer als. Das haben wir hier. Warte, das mache ich mal ganz. Ah, ist egal. Ja? Ja, ja, das ist der Witz. Ja, das ist kein Müssen, das ist ein Wollen. Ich will das bei solchen Kleinigkeiten. Warum will ich das bei solchen Kleinigkeiten? Weil PHP leider eine, Entschuldigung, so beschissene Programmiersprache ist. Richtig. Andere Programmiersprachen treten dir halt gegens Schienbein, wenn du so etwas tust. Ne? Und zwar mit Recht. Und bei PHP müssen wir uns halt da selber drum kümmern. Die Aussage, die ich mal gehört habe, ist, PHP ist keine schlechte Programmiersprache. Aber du brauchst bessere Entwickler, um hochwertigen Code zu erzeugen als in anderen Programmiersprachen, weil dich diese Sprache an nichts, aber auch gar nichts hindert und du jeden Scheiß damit machen kannst. Genau, du brauchst Disziplin. Und genau das ist der Punkt. Und diese Disziplin kriegen wir eben mit, also egal in welcher Sprache, diese Disziplin kriegst du mit Test-Driven Development halt hin. Und ich will euch jetzt einfach nur hier mal ganz schnell durchführen durch die Geschichte. So, wir haben gesehen, der Test ist fehlgeschlagen. Alles klar. Dann schmeißen wir das hier wieder rein, erwarten, dass der Test gut geht. Jawohl, geht gut. So, jetzt sieht das geschulte Auge natürlich, dass hier irgendwas ein bisschen komisch ist, weil dieser Codeblock hier und dieses Stückchen Code hier sieht ja irgendwie ein Stück weit identisch aus. Ne? Don't repeat yourself. Das machen wir mal gleich richtig. Das heißt, ich baue mir hier irgendwie eine Funktion, die ist nicht public, die ist nur static. Static Function check parameter day zum Beispiel. Ja. Zap. Ja, kann ich auch machen. Was wird, wenn du das Public weglässt? Keine Ahnung. Dann ist es nämlich auch Public. Aha. Tatsächlich? Ja. Alles was. Okay. Scheiß PHP. Okay, ja, können wir gleich nochmal gucken, ob das funktioniert. So, was ich jetzt auf jeden Fall hier mitmachen kann, ist, ich kann hingehen und kann hier mal ganz entspannt sagen, okay, self heißt das hier, ne? Self. Schawupp, kann den Schmutz hier rausnehmen und ich erwarte, dass immer noch genau das gleiche passiert, nämlich, dass mein Test positiv durchläuft. Wie an, tut er. Wie geil ist das? Hä? Bitte? Habe ich doch gerade gemacht. Implizit? Ja, genau. Das ist genau der Punkt. So, jetzt können wir mal ausprobieren, was passiert, wenn ich hier private davor schreibe. Private? Das ist nicht nur die, eigentlich jede Funktion. Nee, du testest.
Tests schreibst du gegen die öffentliche Schnittstelle, testest damit aber sämtliche privaten Methoden mit, die von den öffentlichen Methoden logischerweise benutzt werden. Richtig. Private Methoden, die du nicht in den öffentlichen verwendest, die finden sowieso eine Unbeachtung, damit testest du sie auch nicht mit. Damit brauchst du sie nicht testen, damit kannst du sie eigentlich wegschmeißen, denn ganz ehrlich, das ist dann toter Code. Thema Code Coverage. Das heißt, wenn ich aber diese Private-Funktion anpasse, dann muss ich immer irgendeinen kompletten Flow testen und nicht nur diese eine Funktion, weil ich von der eine Funktion keine einzelnen Unit-Tests habe. Wie? Also ich habe doch jetzt einen Unit-Test für meine Day of Week to Name L10N. Ja, da habe ich einen Unit-Test. Für die hier? Ja. Nee, brauche ich ja nicht, weil ich die hier ja aufrufe. Es passiert ja genau dasselbe. Es passiert hier exakt genau dasselbe, als wenn der ganze Schmutz hier oben drin stehen würde. So, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, don't repeat yourself, oder? Okay, cool. Copy. Oh Scheiße, ich habe an funktionierendem Code etwas geändert. Oh mein Gott, an Funktionen, die ich da draußen schon public habe. Oh mein Gott, aber es funktioniert natürlich immer noch. Herzlichen Glückwunsch, willkommen in der wunderbaren Welt des Refactorings. Wir haben gerade Code aufgeräumt zum Besseren und einfach so. Und wir sind sicher, dass wir nichts kaputt gemacht haben. Wie geil. Bitte? Wo er recht hat? Stimmt. Gucken. Ja, alles klar. Sehr gut. So, damit haben wir das erste Ding gemacht. Weil wir ja schlau sind und nicht ganz bescheuert. Was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir testen, unser zweiter Parameter, den wir da haben. Ich würde mal sagen, wir lassen im Moment mal nur Deutsch und Englisch zu. Ja? Das heißt, ich spreche jetzt mal, weil ich mir hier einen tollen Plan gemacht habe. Und zwar, wo ist es denn? Ach ja, genau. Das ist doch hübsch. Das heißt, ich kann jetzt mal ganz entspannt testen. Upsi. Wo bin ich? Da. Das ist ja immer noch eine Invalid Argument Exception, die ich da zusammenbaue. Ganz bestimmt sogar. Und zwar will ich testen, die Message soll sein, not a valid language. Und jetzt rufe ich das Ding einfach mal auf mit, bitte? Oh ja, sehr gut. Invalid language. Warum? Eine Exception ist nur eine Ausnahme, aber keine Anweisung an irgendwas. Also könntest du sowas sagen wie should be whatever, aber ist ja gerade egal. So, also, das soll passieren. Gucken wir mal. Okay, funktioniert nicht. Hätte man jetzt auch nicht erwartet. Halt mal, ich habe Scheiße gebaut. Invalid Language. Shit. So. Bitte? Das ist richtig. Das kann ich tatsächlich nicht. Okay, das Ding schlägt also irgendwie fehl. Sehr gut. Gut, wir sind ja schlau und machen es gleich mal richtig. Das heißt, wir machen es mal gerade genau so. Self-Check-Parameter lang. Übergeben unsere Language da rein. Kacheng. Deklarieren das Ding wieder. Private static function check Parameter lang. Die
Language damit rein. So, hübsch. Gut, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, Englisch und Deutsch ist irgendwie angesagt, ne? Wenn es kein String ist, kannst du schon mal schmeißen. Wenn es kein String ist, kann ich schon mal schmeißen. Ich kann es aber einfacher machen sogar. Ich könnte nämlich einfach mal so etwas machen wie ein Static Languages. Languages, was? Private. Ja. Private oder Private Static? Beides, oder? Private Static Languages. So, und das ist ein Array und da steckt drin sowas wie Englisch und Deutsch. Ja, ups. So. Und jetzt kann ich ja hier einfach entspannt sagen, if, was habe ich da gemacht? Genau. Wo ist denn der Scheiß? String? Ah, genau, not in Array war das. Richtig. If not in Array, diktiert mir mal in die Feder, ihr wisst es doch. Dann die Feder diktieren. Ist es so rum? Ja. Self. Ja, und zuerst mit dem Languages. Genau. Throw new. Ja, mache ich auch gleich. Du bist ja auch nicht eins, wie du schreiben willst, oder? Wieso? Machen wir doppelten Anführungszeichen, mal mit einfachen Anführungszeichen. Also oh, ja, das ist ein bisschen Quatsch. Ihr habt natürlich völlig recht. Ja, ja, easy. So, und das heißt, da schmeißen wir einfach mal sowas wie so ein Invalid Language zurück, gelle? So, jetzt erwarten wir, dass der Test positiv durchläuft. Juhu, funktioniert. Das heißt also, was haben wir jetzt erreicht? Wir haben erreicht, dass uns das Ding aussteigt, wenn wir irgendwas anderes außer eben Deutsch oder Englisch reinschmeißen. Gut. Was jetzt? Jetzt müssen wir noch die eigentliche Funktionalität irgendwie dazu basteln, oder? Und da haben wir... Bitte? Positivtesten machst du noch nicht. Das ist der letzte. Die Positivtests fange ich hinterher gleich ab, indem ich sowieso jeden einzelnen Kram durchteste. Das haben wir hier unten ja auch gemacht. Hier haben wir ja zum Beispiel gesagt, hier, ne, Data Provider, und haben hier die volle Range rein. Okay. So, und genau so etwas werden wir jetzt nämlich dann auch mal tun. Wir werden uns das Ding hier nämlich einfach, warte mal, wir schnappen uns das ganze Teil hier mal kurz. Hier sind unsere Tests zu Ende. Bazinga. Weak Range EN ist das. EN. So, Name L10N. L10N. N. Und jetzt erwarten wir hier hinten noch ein Englisch, schmeißen wir raus und erwarten genau das Ergebnis. Also ihr seht, was hier passiert. Der nimmt sich diese Funktion, schnappt sich, weil es hier steht, das Zeug, was hier drin steckt, schmeißt das da in den Input und erwartet das da hier in dem Expected. Ja, und das ist genau das, was hier abgefragt wird. So, will sagen, wenn ich das jetzt also gegen unseren Test schmeiße, ja? Vorschlag, wenn dann Test Day of Week Name L10N Full Range EN zum Beispiel. Oh ja. Ja, sehr gut. Zweiter Vorschlag, was würde passieren, wenn man in diesem Sinne den Unit-Test reflektiert, indem man sagt? Ja, machen wir auch noch. Guter Mann. Guter Mann. Habe ich gemacht, wollte ich jetzt noch nicht tun. Genau. So, wenn ich das jetzt starte, schlägt mir das natürlich voll fehl. Ne? Hier, tick, 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 7 Failures, alles Mist. Verdammt. Ja.
Okay, das heißt, warum schlägt es fehl? Ja, natürlich, wir müssten es vielleicht ja auch erstmal implementieren. Das heißt, wir brauchen hier irgendwas, wo wir nachschlagen können. Private Static, wie habe ich das genannt? Names? L10N Names gleich, naja, es ist bestimmt ein Array, so viel ist schon mal sicher. Es hat irgendeinen komischen Schlüssel, nämlich Englisch. In diesem englischen Schlüssel steckt wieder ein Array drin. Warum nicht? Das kopiere ich mir irgendwie von hier. Ach ja, richtig. Das kann ich mir einfach hier nehmen. Ach, Dreck. Copy. Paste. Kann den ganzen Schmatter hier mal wegwerfen. So. Stimmt das jetzt? So erstmal syntaktisch. Bitte? Durch die Klammern auf dem Sonderenden. Und ein nach vorne. Ja, so ist schön. Okay. Sehr gut. Relativ. Gut. Okay, das heißt, hier in unserer neuen Funktion müssen wir das Ding jetzt irgendwie zurückgeben. Und zwar folgendermaßen. Ja, kommt noch. Richtig. Lang. Genau, warte mal. Self. Und den Schmadder auch noch, gell? Oder? Speichern, testen. Bitte? Ah, dafür sind Tests da. Sehr gut. Und die Menschen, die aufpassen. Juhu! Funktioniert, man soll es nicht glauben. So, jetzt machen wir den ganzen Schmutz nochmal fürs Deutsche. Bitte? Warum nicht in ein? Wie in ein? Ja, in ein Test. Ich kann das doch auch in einer Full Range durchlaufen lassen. Nee, du programmierst immer nur so weit, wie du innerhalb von 60 Sekunden denken kannst. Das habe ich vorhin schon so gedacht. Das würde bedeuten, ich müsste mehr programmieren als ich ja. So. So, und hier kommt jetzt rein Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Was? Dann habe ich ja einen falschen Test geschrieben. Das kann ja auch passieren. Ja. Ich spezifiziere hier möglichst immer nur das, was... Komma weg. Wo kommt denn das Komma überhaupt her? Und wieso... Jetzt habe ich zufälligerweise einen Kollegen gerade angerufen, bevor du das Wort... Jetzt haben wir das Wort Sonntag machen konntest. Vergessen, deinen Test anzupassen. Dann fliegt mir es auch um die Ohren. Ist egal. So. Also, ja, schlägt fehl, alles ist gut. Das heißt, warum schlägt es fehl? Das heißt, ich programmiere das jetzt eben entsprechend hier nach. Also nachprogrammieren ist ja ein bisschen übertrieben. Ich muss halt dieses komische Array nur füllen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Dönerstag, Freitag, Samstag,
Sonntag. So, schawupp. Testen. Verdammt! Was ist los? Ach ja, Donnerstag. Blöd. Sollte irgendwas anderes sein. Donnerstag? Richtig. Hab ja auch hier Dönerstag geschrieben. Ist ja doof. Donnerstag? So. Funktioniert. Und weil wir ja cool sind und weil wir ja coolen Code schreiben wollen, stellen wir ja mal ganz entspannt fest, dass dieser ganze Bullshit hier da oben ja auch überflüssig ist, weil ehrlich, das ist doch nichts weiter als das da. Und jetzt müsste immer noch... Warum? Stimmt, guter Punkt. Juhu! Herzlich willkommen. Innerhalb einer halben Stunde mit Labern, Fragen und allem drum und dran eine Funktionalität eingebaut und die gesamte Klasse, die wir hatten, vollständig refactored und aufgeräumt und Code vereinfacht. Und zwar dahingehend, dass tatsächlich auch jede einzelne Funktion einer vernünftigen Qualitätskontrolle standhalten würde, denn jede einzelne Funktion kann jeder von euch, kann jeder Programmierer auf der Welt, ob er PHP kann oder nicht, in volltrunkenem Zustand und bekifft verstehen. Ich drücke jetzt hier erstmal bei der Aufnahme auf Stopp. Was man jetzt noch machen kann und was man noch machen sollte, ist, man sollte natürlich dann jetzt hier auch noch diese Tests aufräumen, weil von wegen don't repeat yourself ist natürlich auch Quatsch, denn das da ist natürlich das da und der Quatsch kann weg und jetzt sollte es immer noch funktionieren. So, und jetzt habe ich auch noch meine Tests refactored. Jetzt sag mal, einer von uns kann schneller denken, warum sollen wir nicht die Wochentage in einer Full Range testen? Ganz einfach. Wenn dann Französisch davor kommt, was machst du denn dann? Du bist auch in das Ende. Dann musst du suchen. So, pass auf, guck mal. Genau. Richtig. Guck mal, so sehe ich auf einen Blick, ja, das hier ist das, was für die eine Sprache zuständig ist. Das hier ist das, was für die andere Sprache zuständig ist. Und wenn jetzt die dritte Sprache dazu kommt, ja heilig, dann mache ich hier Copy und Paste von dem Zeug, was ich überblicken kann und gut ist. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Testcase, der komplizierter ist als die Wirklichkeit. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Testcase, den du nicht auf einer Bildschirmseite hast. Denn dann blickst du den nicht mehr. Hatte ich schon mal. Da haben sie gesagt, ja, wir haben Testcases, wir machen Unit-Tests. Ich habe reingeguckt und ich habe den Test nicht verstanden, weil er ausgedruckt über 4 DIN A4 Seiten ging. Und ich konnte damit nichts anfangen. Der Test war tatsächlich eher schädlich als hilfreich. Deswegen klein, kleine Dinge, das, was du in 30, 40, 50, 60, maximal 90 Sekunden Wechsel zwischen diesem Fenster auf der Seite zu diesem Fenster auf der Seite erreichen kannst. Und immer einzelne Dinge. Dann bist du sicher, dass du eine nahezu 100%ige Codeabdeckung hast. Du bist sicher, dass deine Unit-Tests einmal fehlgeschlagen sind, du etwas programmiert hast, der Unit-Test dann durchgelaufen ist und dass du dir darüber keine Gedanken mehr machen musst, außer immer wieder auf den Knopf zu drücken und zu schauen, ob es immer noch funktioniert. Das ist das ganze Geheimnis an der ganzen Geschichte.